Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Caesar 3. Wir haben ja schon die ersten Angriffe ins Gesicht bekommen, soweit so gut. Also bisher lief es ja Gott sei Dank ziemlich gut. So, wir müssen allerdings hier oben noch eine Mauer hinbauen, denn sonst kommen wir hier hinten in Schwulitäten. Das wollen wir natürlich nicht. So. Wir machen die Mauer. Wir fangen sie relativ weit hinten an, würde ich sagen. Damit unsere Trüppchen da auch relativ schnell langkommen. Warte mal, wir machen da auf jeden Fall ein Wachzimmer mit rein, dass man da im Zweifel... Oh, genau, falsch. Dass man da im Zweifel auch durchkommt. So, kurz warten. So, jetzt aber. Dann ziehen wir das Mäuer schon mal weiter. Muss ich gerade gucken, wie wir das hier machen. Wir könnten... Ja, da oben kommt man leider durch. Deswegen, ja komm, weißt du was? Was soll der Geist? Wir ziehen sie hier einfach durch. Geldtechnisch haben wir es ja. So, früher oder später kommen da auf jeden Fall auch noch ein paar Wachtürme hin, aber eher später als früher, denke ich. So, wir müssen uns ja noch ein bisschen um unseren Siedlungsbau hier kümmern. Nahrungstechnisch sieht es ja momentan sehr gut aus, hier auch so, was die Luxusgüter angeht. Ach, da fehlt ein Badehaus, ja, guck mal einer an. So, dann reicht denn das Wasser natürlich nicht ganz durch. Aber wir können uns ja von hinten noch ein bisschen Wasser holen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Mal einen Moment, so. So ist gerade alles klar. Also, wenn es hier, bevor es hier lediglich am Zugang zum Badehaus scheitert, was meiner Meinung nach nicht sein kann und auch nicht sein darf. Eine Welt, entweder römische Stadt ist in Gefahr. Ach, der fordert eine Armee. Ja, dann schicken wir doch mal. Wen schicken wir denn dann? Wurfspeere, Legionäre, so hier, perfekt. Ihr dürft in den Dienst des Imperiums gestellt werden. Dann schicken wir mal unsere Trüppchen los. Und hoffen, dass wir nicht allzu sehr auf die Schnauze kriegen. Was ist hier? Nirgendwo. Das sind Überreste des obigen Gebäudes. Ja, schön. Was ist denn dieses Nirgendwo? Und warum ist es weg? Und seit wann ist es weg? Irgendwie ging das völlig an mir vorbei. Nun gut. Uns fehlen aber, wie gesagt, noch 215 Angestellte. Ja, meine Fresse. Wo fehlen die denn? Hier nicht, da auch nicht. Hier hinten vielleicht? Ne, hier sieht soweit so gut aus. Ich würde sagen, die fehlen... Na gut, da hier ja direkt beim Badehaus ein paar fehlen. Denke ich, liegt es auf der Hand, wo wir weitermachen sollten. Das Wasser reicht jetzt nur bis hier hinten, was ich hier relativ uncharmant finde. Aber gut, dann ist es halt so. Und warum haben wir keine Musik mehr? Kümmern wir uns gleich drum. So, eben weg. So, Sound, Musik. Ich will doch Mucke hören. So, wir gucken mal, was sonst noch. Wir essen mehr, als wir produzieren. Okay, das ist natürlich nicht geil. Oh, die Götter sind gereizt. Das heißt, wir sollten mal schnell die Party-Time arrangieren. Okay. Schule und Akademie ist Unterdurchschnitt, das ist schlecht. Vier Bibliotheken reichen hingegen aus, das ist schon mal ganz gut. So, heißt, wir brauchen noch eine Schule. Dann machen wir die, würde ich sagen, eher hier hinten hin.
So, dann machen wir hier noch eine Präfektur. Oh, 3000er Mark haben wir erreicht. Sehr schön. Machen wir da noch einen Markt hin. Damit auch ja alle gut versorgt sind. So, wir haben ein bisschen sehr viel Rohmaterial, also wir meinen Holz und Ton. Da sollten wir vielleicht auch mal bei Gelegenheit tätig werden. Hier scheitert es auch noch ein Bad aus. Ach, das kann doch nicht sein, Mensch. Menschenskin, Danny. So, kommen hier direkt noch ein paar mehr Larrys hin. So, und damit ihr es auch hier schick genug findet. So. Sehr schön. Wieder eine göttliche Party. Wunderbar. Nächste Party her. So, Export würde ich sagen läuft. Nahrungsmitteltechnisch sind wir auch, denke ich, gut aufgestellt. Auch wenn da steht, wir essen mehr, als wir produzieren. Noch kann ich das nicht so ganz teilen. Ach, die, da mangelt es nur an Attraktivität. Ja, komm, das kriegen wir doch hin. Oder nicht? Ach, auf einmal ist die Unterhaltung schuld. Ja, nee, ist klar. So, warte mal, wo haben wir denn das... Ach, da ist das Amphitheater. Entschuldigung, ich bin ein wenig blind. Machen wir doch mal eine Gladiatorenschule hier hinten hin. So, langsam stehen die Trüppchen, aber wartet mal. Ich sollte mal gucken, dass wir hier auch wirklich eine Verteidigung haben. Was ist los? Unzufriedene Götter, ja, ich bin doch schon dabei, Partys zu feiern, Mensch. So, mal gucken, bis wohin reicht denn jetzt hier was? Ja, ist doch perfekt hier. So. 1, 2, 3, 4, 5, zack. So, die nächste Party steht an und ich glaube, wir sollten noch mal eine Runde Tempel bauen. Was war jetzt das Problem? Ach, ja, passt ja sogar. Schön. Wunderbar. Ach ja, stimmt, wir haben einen Hippodrom. Da brauchen wir die Arbeitskräfte. Ich habe schon, irgendwie habe ich verdrängt, dass wir das Ding hier aufgestellt haben, muss ich gestehen. Brauchen wir noch ein Tempelchen für Merkur. Ein Tempelchen für Mars. Und noch eins für die Venus. Was ist jetzt wieder los? Wieder unzufriedene Götter. Feinde rücken näher. Okay, das ist doch eine etwas andere Botschaft. Guck an und schon haben wir wieder Arbeitslose. Schön! Momentan keine Rennen. Warum eigentlich nicht? Wo ist eigentlich der Wagenbauer? Ich habe hier schon... Sorry, die letzte Aufnahme ist mal wieder ein paar Tage her. Von daher seht es mir bitte nach. Ach, das fällt zusammen wie ein Nahrungsmittelmangel. Ja, das kann ja mal gar nicht sein. Jetzt mal ernsthaft, habe ich keinen Wagenbauer? Warte mal, kann ich das nicht irgendwo sehen? Nee, das... Okay, noch keine Vorführung. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich einfach den Wagenbauer vergessen. Was natürlich selten bräsig ist, aber...
Gut, wenn es dann so ist, dann sollten wir doch mal zeitnah Abhilfe schaffen. So, bauen wir jeweils zwei hin. Und eine Party für Mars. Nicht, dass er hier uns noch ein paar Larrys schickt, die uns angreifen. Ja, das Aquädukt, das versaut mir jetzt gerade hier so ein bisschen die ein oder andere Möglichkeit. Moment, habe ich die... Ne, okay, habe nur vergessen zu löschen. Alles klar. So, kurz eben mal das schick machen hier. Was ist hier das Problem? Ach, Geschirr fehlt. Wartet mal, ich habe eine Idee. Wir könnten doch mal, damit wir... Wuhu, das funktionierende Hippodrom, schönes Ding, aber die Sequenz können wir getrost überspringen. So, und dann machen wir hier auch nochmal ein paar Möbelwerkstätten, würde ich sagen. So, da fehlt hier ein Badehaus, aber... Ach so, ein Aquädukt haben wir hier, ja. Ganz ehrlich, bevor es jetzt nur daran scheitert. Ach, Mist. Ja, stimmt. Lebensmittel sollen wir ja nicht annehmen. Sollten wir ja zumindest nicht annehmen. Warum fällt jetzt das eine zusammen? Kriegen jetzt alle Mampfen nur die eine Hütte da nicht? Echt jetzt? Euer Ernst? 5% Arbeitslosenquote, das ist natürlich gar nicht gut. Vielleicht sollten wir da mal mit... Ach stimmt, eine Akademie bräuchten wir vielleicht auch nochmal. Kommt da dann auch einer hin? Da noch ein Markt. So, guck an, die Türmchen hier haben wir schon alle wunderbar besetzt. Das finde ich herrlich. Unsere Gladiatoren sind wütend darüber, dass sie ihr Leben riskieren müssen, nur damit andere Leute sich gut unterhalten und lehnen sich gegen ihr Schicksal auf. Setzen sie Präfekten ein, um sie unter Kontrolle zu halten. Was? Gladiatorenaufstand? Okay, das hat er auch noch nicht. Alter, wie mies ist das denn bitte? Alter, wo sind die? Ich sehe sie nicht. Wow. Alter. Revolte niedergeschlagen. Ja, geil. Alte Belli, haben die mal eben meinen Senat zerstört. Ja, geil. Kann man machen. Boah, übelst. Aber meine Kulturwertung sieht gerade alles andere als gut aus. Da müssen wir auch mal dran schrauben. So, zurück zum Vor. Mein Gott. Können sich aber anstellen, ey. Mann. Stimmt, ich wollte... Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich wollte doch sowieso hier quasi einen zweiten Produktionskreislauf von allem starten. So, dann machen wir hier jetzt noch mal eben
zwei Tongruben hin, beispielsweise.